Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ja, heute geht es mal wieder darum, eine Leinwand zu gestalten. Und was ihr benötigt, ist einmal Spachtelmasse oder Acrylmasse und ja, Acrylfarbe. Ein bisschen Zeit, ein bisschen kreative Laune. Und ich hoffe, ich kriege das alles ganz gut für euch gefilmt, dass ihr dem ganz gut folgen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los und die weiteren Zutaten, die ihr benötigt, zeige euch, ich euch währenddessen ich arbeite. Ich mache vieles jetzt auch im Schnelldurchlauf und zwar fange ich wirklich an, mir eine Idee ganz leicht nur aufzuzeichnen und die restlichen Schritte seht ihr im Schnelldurchlauf, auf dass das Video nicht endlos lang wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, dann kann es jetzt auch schon losgehen. Die Grundidee, wie es im Endeffekt nachher aussehen soll, habe ich mit dem Bleistift ganz leicht vorgezeichnet. Und jetzt fange ich auch schon an, die Spachtelmasse aufzutragen. Und zwar habe ich mir einen etwa 6 cm breiten Spachtel ausgesucht und in etwa eine Spachtelbreite trage ich die Masse jetzt immer unterhalb der schon aufgetragenen Masse auf und habe somit ein, ja, ich nenne es jetzt mal Dachziegel oder Steinmuster. Das Bild habe ich jetzt einmal gedreht und dasselbige mache ich auf der gegenüberliegenden Seite. Sprich, jetzt unten oder oben, ganz wie man das Bild nachher aufhängen mag. Und jetzt fange ich an, die Spachtelmasse, auch die, ja, wie nenne ich das denn? Also wenn ich das Bild jetzt so betrachte, könnte man sagen, das ist so ein bisschen wie in einer Tropfsteinhöhle. Wenn man das Bild andersherum aufhängt, dann kann man sagen, das ist so ein bisschen wie Kaminfeuer. Also es ist in beiden Richtungen aufhängbar und sieht total klasse aus. Also sage ich jetzt mal die Tropfsteine oder so, wie man es jetzt sieht, ne? Das Kaminfeuer. Genau. Das habe ich dann immer so ein bisschen hin und her aufgetragen, wie ihr erkennen könnt. Also da habe ich diese Klammer auf, Steinmustertechnik nicht angewendet, sondern tatsächlich immer ein bisschen. Man kann es aber eigentlich aber auch richtig gut erkennen. So, ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen jetzt ganz gut folgen. Ein großer Schritt ist jetzt schon fertig. Ich habe die Leichtspachtelmasse aufgetragen mit einem großen Spachtel und mit einem kleinen Spachtel, nachher die Feinheiten. Und ja, ich kippe das mal ganz leicht an, vielleicht könnt ihr dann ein bisschen mehr erkennen. Ich habe Leichtspachtelmasse aus dem Baumarkt benutzt, weil hier geht doch eine ganze Menge drauf. Ihr könnt natürlich auch Acryl-Leinwand Fertigspachtelmasse für Struktur-Spachtelmasse nutzen. Aber dieses geht auch und ist auch wesentlich günstiger. Für den nächsten Arbeitsschritt benötigt ihr irgendwie eine alte Schale, eine alte Dose, wie auch immer. Und dort rührt ihr euch schwarze Acrylfarbe mit einem guten großen Schuss Wasser an. Und ihr benötigt, wo habe ich es hier? Eine Tüte. Und ihr benötigt eigentlich Krepppapier. Ich habe jetzt hier WC-Papier. Krepppapier geht besser, weil das krümelt nicht so. WC-Papier ist doch eher so, dass es schnell mal ja, ein bisschen krümelt. So, und damit streichen wir unser ganzes Bild jetzt richtig schön großflächig ein. Und nachher tupfen wir das Ganze ganz einfach wieder ab. So, nun haben wir fleißig alles schön schwarz eingestrichen und fleißig schön abgetupft. Und somit erhaltet ihr dieses, ja, ich nenne das mal Waschgrau, ausgewaschenes Grau. Ich halte das Bild auch gleich mal ein bisschen schräg hoch. Wie gesagt, für mich ist es immer ein bisschen schwierig, das mit der Kamera so richtig einzufangen. Aber ich hoffe, ihr könnt das wirklich richtig gut erkennen. Mir gefällt es so schon echt klasse gut. Und sollte es euch zu dunkel sein, also auch dieses Waschgrau, wie ich das jetzt wie gesagt mal nenne, könnt ihr beeinflussen, indem ihr einfach ein bisschen weniger Farbe, ein bisschen mehr Wasser
anmischt und dann ist das Ganze schon gar nicht ganz so dunkel. Also das könnt ihr halt beeinflussen anhand des Anmischens, aber ich finde das so richtig, richtig klasse. Also mein Wohnzimmer, da wird das Bild seinen Platz finden, ist in Anthrazit und Weiß und ja, da denke ich, passt das auch ganz gut mit diesem Grauton. So, jetzt habe ich, denke ich mal, genug getupft und jetzt werde ich hergehen, solange die Fläche noch schön feucht ist und hier mein Feuer aufbringen. Für meinen nächsten Arbeitsschritt nutze ich jetzt Blattgold in diesem Fall jetzt und auch Blattsilber. Ich kann das gar nicht so richtig hochhalten, weil es fliegt hier dann tatsächlich gleich umher. Es gibt es aber auch tatsächlich in Kupfer. Also wer sich Kupferfarben austoben möchte, kann auch dieses tun. Mein Bild wird eher so golden Silber. Ja, und das teile ich jetzt einfach hier überall größere und kleinere Stückchen auf. Wie gesagt, solange die Farbe noch feucht ist, haftet das natürlich viel, viel besser. Ja, das ist jetzt eine Frimmelarbeit, die einfach ein bisschen länger dauert, aber man eben einfach so lange sein Gold und sein Silber verteilt, bis es so ist, dass es einem richtig gut gefällt. Hier ist irgendwie der Ton abhanden gekommen, ist aber nicht weiter schlimm, dann tun wir das einfach nach. Ich habe mir schwarze und weiße Acrylfarbe auf eine Paillette gegeben und mische es jetzt mit Hilfe eines Schwamms und trage auch mit diesem Schwamm die Farbe auf. Ich habe hier so einen leichten Grauton, so einen Hellgrauton mir angemischt und ja, jetzt schaue ich halt, dass ich immer oberhalb der, ich nenne es mal weiterhin Dachziegel, die oberen Kanten damit immer versehe. Aber wie ihr gleich sehen werdet, ich gehe tatsächlich mehrmalig hin und her und gebe auch noch mal ein bisschen mehr Weiß dazu. Das mache ich so lange, bis der Ton, wie er dann wirklich auf der Leinwand gebracht ist, mir gefällt. Und da kann man sich so lange austoben, bis wirklich das Ergebnis aufgebracht ist, dass es stimmt. Dass es einem wirklich gefällt und sagt, ja, genau, so soll es sein. Und ja, also wie ihr jetzt seht, ich bringe noch ein bisschen mehr Weiß mit ins Spiel und mache das halt mehrmalig hin und her, bis ich sagen kann, ja, genau so passt es. Das gleiche mache ich auch auf der gegenüberliegenden Seite. Auch dort mache ich es mit ziemlich ähnlichen Farbtönen, Farbverläufen, also dass es sich halt wiedergibt. Jetzt lege ich das Bild ein klein wenig über den Tischrand hinaus und streiche mit meinem Schwamm, welchen ich tatsächlich nur in schwarze Farbe getränkt habe, den Rand ein. Also ich habe das jetzt nicht mit einem Pinsel gemacht, weil ich finde, mit einem Pinsel wäre das viel zu aufwendig. Und mit einem Schwamm konnte man das richtig gut kontrolliert auftragen. Jetzt ist der Rand auch schon gestaltet und jetzt gehe ich her und gebe nur tatsächlich ein paar Feinheiten hier und da noch ein ganz klein wenig Gold auf. So,
Da ist es nun. Da hängt es nun, da ist es nun und es ist fertig und ich finde, es ist wirklich richtig, richtig toll geworden. Gestaltet euch euer Bild in den Farben, wie ihr es mögt, wie es noch ganz nach eurem Geschmack ist. Also es muss nicht schwarz sein. Ihr könnt Farben wählen, die euch gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Bild, das Endergebnis. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude daran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin, es hat mich gefreut. Ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.